Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. In diesem Video möchte ich euch heute meine persönlichen Top 10 Spiele für die Xbox One für das Jahr 2022 und 2023 vorstellen. Warum für 2 Jahre? Ich habe euch 2022 kein Xbox One Video vorgestellt. Deswegen habe ich die 10 Spiele, die ich in den letzten 2 Jahren auf der Xbox am meisten gespielt habe, in diesem Video gepackt. Deswegen für 2 Jahre. Wenn euch eins dieser Spiele gefällt, verlinke ich euch zu jedem Spiel in der Videobeschreibung einen Trailer. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Ich erwähne aber auch, wenn ihr die Xbox nicht mehr nutzt, für welches System die Spiele eventuell noch erschienen sind. Und ich werde aber auch einen Titel und auch ein Bild schreiben, Xbox Series X, da die Spiele ja kompatibel sind. Vielleicht habt ihr eher eine Xbox Series X zu Hause als eine One. Und das Ganze habe ich auch schon für die Nintendo Switch, PS4, PS5 gemacht. Diese Videos verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Jetzt aber genug geredet, fangen wir an mit Platz Nummer 10. Das ist bei mir Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Das habe ich mir mal für ganz kleines Geld gekauft, zum Glück in der Gold Edition, weil ich mir dachte, ah, da hast du direkt ein paar Features extra. Und ich bin eigentlich ein großer Ghost Recon Fan, aber Ubisoft ist ja mit ihrer Offline-Online-Sache auf dem Weg, die mich überhaupt nicht packt. Ja, ich will offline einfach offline spielen. Ein Koop offline, ohne online zu sein. Oder alternativ online, wenn man halb online spielen möchte. Und du musst hier aber leider immer online sein. Und da erzähle ich euch gleich noch was am Ende, wenn ich hier mit fertig bin. Nichtsdestotrotz habe ich dann mal angefangen zu spielen. Man spielt Norman, das ist dieser Charakter. Du kannst den Charakter aber auch selbst, kann eine Frau sein, ohne Bart, mit Bart gestalten. Und du landest halt auf falschem Boden, dein Team wird ausgelöscht und du wirst dann gejagt. Und das Ganze in einer schönen Welt eigentlich. Die ist zwar sehr leer, aber die sieht echt schön aus. Gerade das dichte Waldgebiet finde ich sehr schön. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Vor allem fand ich am Anfang noch ziemlich cool. Du konntest da echt Loot finden ohne Ende. Und du hast deinen Charakter immer wieder geändert. Cappy, Helm, Weste, neues Gewehr. Das fand ich am Anfang ziemlich cool. Aber irgendwann wird es übertrieben, weil du findest wirklich in jeder Ecke Loot. Und dann haben sie leider was gemacht, was mich persönlich stört. Es gibt ja Erfahrungspunkte-Elemente für jeden Kack leider. Für die Waffe. Und dann gerade bei der Waffe finde ich es so unnötig. Weil du kannst eine Waffe, weiß was ich, plus 10 finden und im Kopf schießen, der Gegner stirbt. Du kannst aber auch eine Waffe mit einzelnen Gegnern im Kopf schießen und der stirbt. Das ist total sinnlos. Das hätten sie weglassen sollen und einfach Erfahrungspunkte nur für den Charakter, dass du halt schneller laufen kannst, langsamer atmen kannst, sowas machen sollen und nicht auch für die Waffen. Das ist so unnötig. Man hätte einfach ein Actionspiel rausmachen sollen. Ja. Und das Problem da ist, bei Menschengegner geht das, aber dann gibt es halt auch Robotergegner, also Drohnen, Panzer. Und bei dem Panzer ist das so eine Kacke. Gerade wenn du alleine spielst, da kannst du Granaten, Raketenwerfer benutzen ohne Ende, bis der besiegt ist. Und das dauert, das Ding schluckt ohne Ende Munition. Das war so anstrengend. Dann gibt es halt wie bei jedem Ubisoft-Spiel Stützpunkte, die du erobern kannst. Das macht auch Spaß, solange es noch möglich ist. Du musst halt sehr viel leveln, leveln, leveln. Weil es gibt auch so menschliche Gegner, die haben halt so, sehen aus wie Roboter, die sind schwerer zu besiegen. Dann habe ich es mit meinem Bruder, mein Bruder ist halt eher ein Xbox-Kind, ja. Dann habe ich es mit meinem Bruder online gespielt, in Koop, und das hat noch mehr Spaß gemacht. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber er ist auch nicht so begeistert von der Ausrichtung und so. Aber dann ging es halt mit Absprechen und Lager einnehmen und auch die Story. Das hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir uns beide gewünscht, kennt ihr Ghost Recon Future für die Xbox 360 und PS3? Das ist ein Ghost Recon Spiel, was uns viel Spaß gemacht hat. Singleplayer, aber auch online zusammen. Und es gab ja auch andere Ghost Recon Spiele für die Xbox Classic, da konntest du sogar im getrennten Bild zusammen im Koop spielen, das fanden wir auch besser. Ja, hier haben sie viel weggeworfen. Ich hoffe, dass das nächste Ghost Recon, das kommt leider so ein Flugzeug, ich hoffe, das stört nicht so sehr, dass das auch wieder so Offline-Koop hat, offline geht, ohne Internetzwang und auch online anbietet, wenn man möchte. Und warum stört mich das? Wir hatten hier einen Stromausfall, ja, Leute. Und meine Xbox One kann sich WLAN nicht mehr verbinden. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon vieles versucht, alles neu eingeben. Es geht einfach nicht. Also musste ich ein Kabel nehmen. Aber bis ich das rausgefunden habe, was das ist, und mit dem Kabel, konnte ich das nicht mehr spielen. Und das war halt Kacke. Aber für kleines Geld würde ich das mal empfehlen. Gerade wenn ihr das mal online zu zweit spielen wollt oder mit mehreren Leuten. Aber so, guckt euch das mal an. Es gibt bessere Ghost Recon als das hier, finde ich persönlich. Mein Platz Nummer 10. Mein Platz Nummer 9. Übrigens, Ghost Recon gibt es auch für die PlayStation 4 und auch auf Steam natürlich. Und mein Platz Nummer 9, den habe ich mir zum Release gekauft, war kein Vollpreistitel, und zwar Scars Above. Kam zuerst letztes Jahr physisch für die Xbox One bzw. Xbox Series X als diese Cross-Fassung hier raus. Kam dann auch noch für die PS5 raus. Ich glaube, digital gibt es das auch für die PS4 und natürlich auch auf Steam. Und das ist ein Spiel, du spielst hier Kate, außerirdisches Leben wird entdeckt und die Crew und Kate, das Raumschiff, werden halt angezogen in einer anderen Welt. Man landet halt auf diesem Planeten.
Ja, und dann beginnt die Story. Man muss erkunden, man muss gucken, wie man da wieder wegkommt von diesem Planeten. Und am Anfang dachte ich mir, oh, für ein kleines Studio und für den Preis hast du hier echt ein gutes Spiel, weil auch wenn die Grafik jetzt nicht up to date war, war die sehr stimmig. Gut, die Charaktermodelle in Sequenzen eher weniger, aber nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht. Dann die Gegner am Anfang waren viele und dachte ich, oh, hier gibt es auch eine Riesenauswahl an Gegnern. Es hatte leichte Horrorelemente, wobei es nicht wirklich Horror war. Sogar Meteorite Prime Elemente, du kannst alles scannen: Gegner, Käfer, Wälder, Blumen, Bossgegner. Und das hat mich erst mal an Meteorite Prime erinnert, ja. Und du hast hier kein richtiges Maschinengewehr, deine Waffen sind so, ich sag mal, Elemente: Strom, Feuer, ja, Laser, würde ich sagen. Und was sie hier gut gemacht haben, der erste Bossgegner fand ich am Anfang sehr schwer, aber weil der auch sich immer so schnell geheilt hat. Aber was ich nicht wusste, du kannst auch die Angriffstechniken kombinieren. Zum Beispiel, wenn der im Wasser steht, habe ich dann Blitz gemacht, dann habe ich Feuer gemacht und dann war der eigentlich kein Problem. Das war eigentlich cool, aber die Story ist eher seicht. Aber ich meine, für 29,99 € Spiel, was zum Release erschienen ist, war das ganz nett. Kann man sich mal ansehen, ist kein Muss. Für mich, ich würde sagen, das ist so ein Mix aus Returnal, Action und Metroid Prime. Aber nie das Level erreicht, eins dieser Spiele. Aber ganz nett gemacht und kann man sich mal ansehen. Ist auch öfters in Aktion, aber könnt ihr euch auch mal umsonst mitnehmen als günstiges Spiel. Auf jeden Fall war es ganz nett. Für kleines Geld. Mein Platz Nummer 8 ist ein Spiel, da habe ich mich am Ende ein bisschen verarscht gefühlt. Ich zeige euch jetzt mal, welches Spiel es ist. Und zwar dieses hier: Mittelerde, Schatten des Kriegers in der Definitive Edition. Hier zum Glück, weil hier sind alle DLCs auf den Discs. Hier sind zwei Discs, weil musst halt alles dann erstmal installieren. Und du spielst hier, wie hieß er, Tyrell, glaube ich, unser Charakter. Der Vorgänger war ja Mordor Schatten, vielleicht kennt ihr den noch. Ja, und dann war das der zweite Teil, ich glaube, der ist auch schon 6 Jahre alt. Und den habe ich dann mal weitergespielt, weil der sieht optisch jetzt nicht besser aus als sein Vorgänger, wirklich schon ein bisschen. Aber die haben hier viel, viel mehr reingemacht. Also das Brett, wo deine Armee zusammenstehen kannst aus den Orks. Es gibt jetzt so einen Festungssturmmodus, der war neu. Was auch sehr gut inszeniert ist, auch wenn es immer das gleiche ist, hat mir viel Spaß gemacht. Die Quests haben mir nämlich Spaß gemacht. Ich schließe auch direkt an Teil 1 an. Also eigentlich alles gut gemacht. Aber man merkt schon im Spiel am Anfang schon, oh, hier ist sehr viel mit Migrationen. Also du kannst so, wenn du willst, du musst die Orks nicht besiegen oder überreden mit deinem Geist. Du kannst auch alles mit Echtgeld kaufen, wenn du möchtest. Habe ich nie gemacht, weil man es braucht es nicht. Das stört das Spiel nicht. Die Story ist eigentlich auch ganz spaßig für Herr der Ringe. Guckt es euch mal an, mir hat es gefallen. Und auch hier, dass du die Gegner haben so ein bisschen Persönlichkeit, finde ich. Also, die erinnern sich teilweise an dich, wenn du die nicht tötest. Und dann entweder werden die arschig zu dir, aber die lernen auch mit. Wenn du einmal eine Attacke machst mit Springen, das merkt er sich. Dann sagt, du kannst ihm das selber anbringen bei mir. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und dann habe ich es durchgespielt. Und dann habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Weil das ist nicht das richtige Ende. Da kommt noch so ein Eroberungsmodus. Und da musst, wenn du die Orks nicht hast, musst du sie erstmal leveln und so kämpfen. Du kannst das aber auch alles wieder beschleunigen mit. Ich war nicht im Store, ich weiß nicht, ob man es noch machen muss, aber ich hatte da keinen Bock drauf. Aber nur so habe ich im Internet gelesen, kriegst du das richtige Ende. Also musst das machen. Und das finde ich ein bisschen kacke. Aber wobei man sagen muss, ist ja von Warner Bros., da wundert mich gar nichts. Aber an sich ist das Spiel cool, hat mir echt gefallen. Ich muss deshalb jetzt nur diesen Eroberungsmodus spielen. Es sind einige gewesen, 14 Stück oder so, glaube ich. Das ist immer dasselbe. Du brauchst da starke Orks. Und das nervt halt ein bisschen. Ja, aber Warner Brothers, da sage ich eh nichts mehr dazu. Ich meine, ich bin kein Harry Potter Fan, aber dieses Legacy, Halo, genau. Harry Potter Legacy, wie das hieß, war ja ein Erfolg. Suicide Squad nicht. Und was sagt Warner Brothers? Das lügt doch nicht dran. Aber wir machen nur noch solche Spiele. Obwohl Harry Potter millionenmal verkauft wurde. Naja, Warner Brothers, auf Wiedersehen. Vielleicht geht ihr ja unter. Auf jeden Fall habe ich mich am Ende verarscht gefühlt, aber bis dann hatte ich echt viel Spaß. Was ich auch noch kritisieren kann, manchmal ist die Übersicht ein bisschen zu viel. Wenn du so viele Gegner hast, du musst oft ausweichen, weil du kriegst sonst immer eine drauf. Du musst ja den Gegner auch die Energie abziehen, wieder um deine Energie aufzufüllen. Und dann die Kamera, das kann manchmal unübersichtlich sein, aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Also wenn ihr Herr der Ringe-Fans seid und nicht genau nach den Büchern geht, habt ihr hier schon Spaß mit. Deutsche Synchro hat mir auch gefallen. Gibt es neben der Xbox One auch für die PS4 und auch auf dem PC. Also, guckt es euch mal an. So, mein Platz Nummer 7 ist eine Collection. Und zwar die Disney Collection mit The Jungle Book, Aladdin und The Lion King. Das ist die zweite Auflage von Night Talk. Die erste war ja ohne Dschungelbuch. Und ja, wie gesagt, mein Bruder ist Xbox-Spieler. Ich habe das eigentlich auf der PS4 gespielt, habe es mal zu meinem Bruder genommen.
und haben halt die Spiele gespielt. Was uns aber aufgefallen ist, in jeder Version ist immer ein anderes Pokémon. Hier habe ich zum Beispiel Lion King drin. Auf beide einen habe ich, glaube ich, Aladdin gehabt. Und das sind halt Klassiker von Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy. Und wir haben halt wie Super Nintendo Sachen gespielt und Mega Drive. Und macht immer noch Spaß. Bei der PS4 habe ich es sogar auf Platin gemacht. Bei der Xbox werde ich bei mir irgendwann auch mal die 1000 Gamerscore machen. Also wenn ihr Nostalgie mögt, die Spiele kennt, kann ich euch das ohne Bedenken empfehlen. Gibt es in der Xbox One auch für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Und ja, nette kleine Collection mit schönen Klassikern. Wobei die Game-Umsetzungen sind schon grausam teilweise, muss man sagen. Ja, dann ein altes Spiel, was ich aber auch sehr gut finde. Es war so eine Liebe auf den zweiten Blick. Resident Evil 3, das Remake. Ich meine, fand ja Resident Evil 2 Remake schon cool. Wobei ich euch auch noch heute sage, das Original für PlayStation 1, N64, GameCube, Dreamcast und wo Resident Evil 2 überall erschienen ist, finde ich immer noch besser, weil ist es bei dem Remake von Teil 2, es sieht grafisch toll aus, es hat eine tolle Atmosphäre, aber das mit den, dass sie das nicht wirklich mit den Charakteren gemacht, dass sie sich trennen. Wenn Leon eine Waffe nimmt, dann ist sie bei Claire weg und wenn der Birkin da ist, ist Birkin da nicht. Dass sie das nicht gemacht haben, macht das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen kaputt. Und auch von Resident Evil 3 war ich am Anfang sehr enttäuscht damals, wo ich es mir für die PS4 gekauft habe. Weil Nemesis ist nicht so gut gemacht. Es fehlen viele Locations. Aber heute, ein paar Jahre später, muss ich sagen, finde ich Resident Evil 3 richtig cool. Weil du spielst es sehr schnell durch und du kannst viel freischalten und noch Waffen und kannst es nochmal schneller durchspielen. Das macht einfach Spaß. Also, ich finde das Spiel richtig gut. Dieses Versus Online habe ich nie gespielt. Also, Resident Evil 3, außer dessen, das Nemesis ist da halt nicht so cool wie auf der PlayStation 1. Aber ich muss sagen, es ist doch besser heute aus der Sicht als damals. Ist es besser als das Remake von 2? Nein, aber ich finde es trotzdem auf einer Ebene fast, auch wenn es so kurz ist. Und ich hoffe, die sehen sich mehr bei den nächsten Remakes Mühe, wie bei 4, weil. Man hätte noch viel mehr raus machen können, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem, an sich finde ich es gut. Für kleines Geld kann man euch das mitnehmen. Ich finde auch Carlos hier gut designt, Jill gut designt. Also eigentlich ein sehr gutes Spiel. Halt, man hätte mehr raus machen können. Gibt es auch für die PS4 physisch. Und es gibt auch ein Update, da könnt ihr das auf PC und Xbox Series X nochmal schöner spielen, glaube ich. So, tun wir das hier mal hier hin. 10, 8, 7, 6, 5. Kommen wir zum Platz Nummer 4. Das ist auch wieder eine Collection. Die habe ich eher bei meinem Bruder gespielt als bei mir. Und zwar die Teenage Mutant Ninja Turtles Kamarunga Collection. Ja, da haben wir natürlich Turtles in Time gespielt, Turtles Arcade, Turtles Hyperstorm. Mein Bruder hat ein bisschen die Gameboy-Spiele gespielt, die NES-Spiele, wo ich ja kein großer Fan von bin. Aber es ist eine tolle Collection. Und kann ich euch jedem empfehlen, gerade wenn du überlegst, wie teuer Turtles in Time von Super Nintendo zum Beispiel ist oder Hyperstorm von dem Mega Drive. Und Turtles 3 für den Gameboy kannte ich ja gar nicht. Und hier sind so viele Turtles-Spiele drin. Ist das eine klare Empfehlung, wenn ihr die Spiele kennt, Retro mögt, guckt es euch an. Gibt es öfter schon günstiger? Gibt es neben dieser Xbox Series X One Fassung auch für die PlayStation 4? Ich meine für die PlayStation 5 physisch und auch für die Nintendo Switch und natürlich digital auch auf Steam, wie auch Resident Evil auch auf Steam verfügbar ist. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 4. Ich bin eh sicher, dass euch meine Top 10 nicht gefallen wird, aber es sind halt die Spiele, die ich mit meinem Bruder oder halt alleine am meisten gespielt habe. Und zwar Cuphead. Cuphead habe ich mir vor ein oder zwei in irgendeiner Aktion gekauft, habe ich auch für andere Systeme. Und Cuphead ist ein Plattformer Mix Run and Gun in mega schwer. Man hat früher erst nur diese zwei Brüder gespielt, die verlieren ihre Seele an dem Teufel. Du musst halt, kriegst die Chance, die zurückzukriegen, wenn du andere, ja, wie sagt man das, nicht Gutscheine, ich sag einfach mal Verträge holst und musst dann halt verschiedene Bossgegner erledigen. Und das ist super, super schwer. Aber auch super herausfordernd, habe ich mit meinem Bruder zusammen Koop gespielt. Und das hat ja diesen Grafiklook wie Popeye in der Zeit, diese Mary Poppins, wie die hieß. Nee, nicht Mary Poppins, das war eine andere. Diese Schwarze, ich weiß nicht, wie die heißt, ich habe den Namen vergessen. Ja, auf jeden Fall so ein ganz alter Charmer-Look und das Ganze ist schön gepackt. Sehr herausfordernd, aber man kann es durchwerden. Du musst halt lernen, wo die Sachen hinfallen, die Gegner hinschießen. Sehr frustrierend, aber es macht immer wieder Spaß und es ist auch immer kurz, bis du wieder an der Stelle bist. Also, das kann ich eigentlich nur empfehlen. Es ist aber, wie gesagt, auch sehr herausfordernd, aber es ist ein tolles Spiel. Gibt es in der Xbox One für die PS4, physisch für die Nintendo Switch und digital auch auf Steam und anderen Konsolen auch. Mein Platz Nummer 3 ist ein Spiel, das habe ich mir damals schon, die ist, glaube ich, erst für die PS4 geholt, später für die PS5 und dann nochmal für die Xbox One, beziehungsweise in der Xbox Series X One Cross-Fassung, ein Anime-Spiel. Demon Slayer. Ich mag den Anime total gerne. Habe aber noch nicht den Film gesehen, müsste ich mir auch mal irgendwann besorgen. Und hier spielst du eigentlich die erste Staffel nach. Und die Grafik sieht doch sehr, sehr gut aus, wie ich finde.
Und es gibt auch einen Versus-Modus, einen Abenteuer-Modus, ist der Story-Modus. Und das habe ich auch mit meinem Bruder ein bisschen gespielt. Letztes allein auch mehr gespielt, aber wir haben es halt auch gegeneinander gespielt. Und ich spiele das richtig gerne. Ich würde sagen, vom Kampf ist ein bisschen wie Naruto, aber doch schon anders. Grafisch sieht sehr gut aus. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die Serie mögt, wenn ihr Naruto-Spiele mögt, wenn ihr solche Anime-Spiele mögt. Das hat echt einen schönen Anime-Look. Also, ja, klare Empfehlung. Gibt es neben der Xbox One, selbst Xbox-Cross-Fassung hier auch für die PS4 und PS5 und Nintendo Switch physisch. Und digital wahrscheinlich auch aus Steam. Physisch auf jeden Fall für die Plattform, die ich gerade erwähnt habe. Ja, und jetzt kommen wir zu zwei Spielen, die hättet ihr wahrscheinlich entweder gar nicht. Okay, das eine schon, aber das andere, was ich jetzt zeige, wahrscheinlich nicht. In den Top 10 drin. Aber mir selbst hat es echt gefallen. Und zwar Digimon Survive. Ein Digimon-Spiel, was leider etwas anders als Digimon-Spiel ist. Es ist ja ein Visual Novel Mix Strategie, ein bisschen Rollenspiel. Und man muss aber leider sagen, dieser Novel-Element ist hier 98%, kann man sagen. Weil der Rest wird nur gelesen. Manchmal hast du so ein Bild, sagen wir jetzt das hier, dann klickst du halt Sachen an und findest Sachen, die du eventuell brauchst, um nachher im Gespräch zu zeigen. Und trotzdem hat es mich in seinen Bann gezogen, weil ich die Story richtig gut finde. Und sie ist auch sehr düster. Du spielst hier eine Charakter, ich glaube, die hieß Takuma. Und Takuma und seine Schulklasse kommen in eine andere Welt, sage ich jetzt mal. Und dann, je nachdem, jeder kriegt auch sein Digimon da, wie du dich in dem Spiel verhältst, wie du zum Charakter den antwortest, hält der das sich vielleicht in dem Hinterkopf und ist dann gegen dich. Hier gibt es eh einen Charakter, den ich nicht mag. Wer war das nochmal? Der mit der Brille, glaube ich, war es gewesen. Ah, das ist so ein Klugscheißer. Und aber dann habe ich halt bemerkt, ich war halt immer gegen ihn, habe immer gegen die anderen entschieden, also für die anderen mit entschieden. Und die Charaktere können ja auch sterben. Und das ist schon, das ging schon so tief eigentlich, sehr, sehr tief. Hätte ich nicht gedacht. Die Kämpfe, ja, das ist einfach Strategie, Mixräume, du kannst auch revolutionieren, also dein Pokémon, genau, Digimon, ja, auf die nächste Stufe kommen lassen, das alles. Macht auch Spaß, aber bei anderen Digimon-Spielen war das schon besser. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, finde ich das selber richtig gut. Wenn ihr das spielen wollt, es gibt eine Xbox One-Fassung, die gibt es aber nur bei unseren europäischen Nachbarn. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr die auch auf Amazon und eBay, kostet aber mehr als die anderen Fassungen. Es gibt es auch für PC und Switch physisch, da die Xbox One-Fassung nicht offiziell bei uns in Deutschland erschienen ist. Hat aber deutsche Bildschirmtexte, falls ihr Angst habt. Ja, und ich mag das Spiel. Es hat einen guten Soundtrack, ich mag das Time, ich mag das Charakterdesign. Ich mag die Geschichte. Gut, ich hätte mir mehr Halbkämpfe gewünscht. Und ansonsten ein gutes Digimon-Spiel gewesen. Es gibt bessere, ja, was die Kämpfe angeht. Aber wenn ihr Novel-Spiele mögt, ist das für mich toppitopp. Und was ich nicht so gut fand, das wusste ich gar nicht. Bandai Namco hat eine digitale Special Limited Edition rausgebracht. Also nur digital, dass du ein Digimon bekommst, was du so im Spiel dann gar nicht mehr kriegen kannst. Du kannst es nicht im Spiel so kriegen. Nur so über die Vorbesteller Digital Edition. Das fand ich kacke. Aber guckt es euch mal an, wenn ihr nichts gegen Novel habt. Und jetzt kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Das gibt es auch für PS5, PS4 und Switch. Dieses Spiel hier. Das ist die Skywalker-Saga Lego. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil es hat erstmal eine neue Grafik-Engine bekommen. Es geht immer noch im Koop, nur das ist jetzt nicht mehr wie früher, dass du auf einem Bild bist. Ihr habt jetzt getrennte Bilder. Finde ich gut. Ich hätte es aber auch besser gefunden, wenn man die Bild so machen kann. Ich glaube, das kann man gar nicht. Ich habe es nicht versucht, jetzt umzustellen. Aber es geht auch so in Ordnung, wenn das Bild hier getrennt ist. Nur du hast nicht mehr die Übersicht. Du spielst ja, wie gesagt, die Star Wars Saga durch. Gibt eine deutsche Synchro, die ist von guten Sprecher bis naja Sprecher. Ihr könnt aber auch später dieses machen, wie bei den alten Lego-Spielen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das mit der Deutschsprache viel cooler, muss ich sagen. Ihr könnt auch eine andere Sprachausgabe auswählen, wenn ihr möchtet. Und es sieht verdammt gut aus. Die Levels sind was kürzer, aber ihr könnt trotzdem viel, viel, viel sammeln. Und das ist halt, was ich an Lego-Spielen liebe und hasse. Ihr könnt viele Figuren freispielen. Ihr könnt viele kleine Dinge sammeln. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr zeitaufreibend. Und ich will immer alles haben. Das ist schwer, schwer, schwer. Aber es macht trotzdem Spaß. Und gerade im Koop oder auch wenn ihr Star Wars-Fans seid, einfach cool. Einfach nur cool. Auch der Kampf zum Beispiel aus Episode 1 oder Episode 3 erst. Wo, wie heißt er denn jetzt? Unser guter Jedi, ich habe den Namen vergessen, gegen Darth Vader als Mensch noch kämpft. Bis zu dem Punkt, wo an der Lava ist alles gut inszeniert. Also es ist allgemein gut inszeniert, das Spiel. Wobei ich sagen muss, bei der ersten Episode, da machst du nicht viel. Also wenn ihr Episode 1 spielt, du machst halt dieses Rennen,
Du fährst ein bisschen rum, du sammelst ein bisschen, aber die anderen Episoden sind dafür umso cooler gestaltet. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Lego-Spiele mögt, wenn ihr Star Wars-Spiele mögt, wenn ihr Koop-Spiele mögt, die gerne zu zweit spielt. Wie gesagt, aber ihr habt dann immer das Bild. So, ich weiß nicht, ob man das Bild auch so machen würde, ich besser finden. Aber es macht einfach Spaß. Ich glaube, einen Online-Modus gibt es gar nicht. Und ich hatte viel Spaß, habe immer noch mit Spiel Spaß, spiele alleine. Wenn ich bei meinem Bruder spiele, ist auch zusammen im Koop. Lego Star Wars, die Skywalker-Sache. Ein tolles Spiel. Und das waren meine 10 Spiele für die Xbox One, Beklammer, beziehungsweise Querstrich. Wenn ihr Xbox Series X spielt, könnt ihr die auf der Xbox Series X spielen. Sind tolle Spiele gewesen oder sind tolle Spiele. Und wenn ihr noch Xbox One spielt oder Xbox Series X habt, schreibt mir mal, was waren eure Top 5 Spiele letztes Jahr. Ihr braucht nur 23 schreiben. Ansonsten guckt euch die Trailer an. Ich bedanke mich für eure Zeit. Und auch wenn das Video zu lang ist, würde ich mich über einen Kommentar-Like sehr freuen und sage auf Wiedersehen. Ciao.